ungestüm ist, aber noch nichts weit, noch nichts weiß von dem Assassinenorden. Ja, und hier hat man wieder eine der Neuerungen gesehen, wo in Assassin's Creed 2 eingeführt. Wow! Der eigene Mann schlägt mich, Penner. Wo eingeführt worden ist, das sind diese recht guten Killcams, sozusagen. Also die Finishing Moves wurden verbessert, das Blocking-System wurde verbessert im Gegensatz zum ersten Teil. Und natürlich halt auch grafisch wurde einiges verändert. Weil der erste, und halt auch definitiv storytechnisch, weil der erste Teil war recht linear, also extremst linear, so dass Rennen von A nach B und töte diesen. Gut, das gibt's in dem Teil auch, aber man hat die dementsprechende Tiefe in der Story, dass das nicht so auffällt. Weil die Story an sich ist auch recht packend. Weil es halt um den jungen Assassin Ezio geht, der einen Schicksalsschlag hinnehmen muss, weil korrupte Männer seinen Eltern etwas anhängen oder seiner Familie etwas anhängen möchten. Und deswegen wird er zum Assassin. Also eigentlich nicht gewollt, sondern eher ein bisschen notgedrungen, wenn man das so ausdrücken darf. Arschloch. Stirb. Nicht stirb. Fall um eher. Weil wir töten ja noch keinen. Wir verprügeln sie. Und ja, das ist dieser Schicksalsschlag, der ist schon, also wenn man ja, die Weicheier verschwinden halt. Halt ein! Was? Wenn man diesen dann halt miterlebt, ist es halt schon schwer, das nicht zu außerdem verstehen, ich kein Geld für deinen Doktor. Wieso er sein alles an Wein und Weiber vergeudet. Sein Weg so geht, wie er gehen muss. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Ja. Ja, und so die ersten Level, was heißt Level? Die ersten Story-Abschnitte sind eher so zum Reinkommen in die Story, in das Spiel an sich. Sprich, wie man hier jetzt gezeigt bekommt, wie man Leute plündern kann, sprich ausrauben. Das Kampfsystem wurde erläutert und von dem her ist es, Sabine, das sollte genügen. Jetzt ja, weg hier, bevor die Wachen kommen. Sozusagen ein Tutorial-Spiel. Tutorial Level. Und jetzt gehen wir zu unserem Bruder. Wenn man jetzt hier links, rechts das Bild sieht von einer Person mit Datenbankzugang, wenn man dann auf Select drückt, wird ein Datenbankzugriff aufgerufen oder durchgeführt, wo dann die entsprechenden Daten anzeigt. Da sieht man dann Federico Auditore, Berufsschüler, Adliger. Federico ist der ältere Bruder von Ezio und der älteste Auditore nach seinem Vater, bla bla. Ich werde das ab und an mal nutzen, nicht zu 100%, weil schnell, Ezio. Je eher es schon Doktor waren, viele desto eher Infos können wir schlafen. Aber erstmal gehen wir jetzt zum Le Doctore, um unsere Wunde behandeln zu lassen. Wir folgen dem Brüderchen. Wie gesagt, der Anfang ist eher so ein bisschen, ja, genauso wie hier, Tutorial, wie es mit dem Klettern läuft, Springen, Sprinten, etc. pp. Man bekommt natürlich auch noch weitere Fähigkeiten. Ich glaube sogar, das Springen, den Wandsprung, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Ja gut, die Jugend von heute prügelt sich halt so gerne. Ihr müsst ihm helfen.
Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Ja, das ist einfach Bruderliebe. Ich schätze mal, das heißt fick dich oder leck mich. Ab und an... Das war's auch schon und jetzt verschwindet hier. Grazie. Übersetzt der Animus die Sprache nicht zu 100%. Herrliche Nacht. Allerdings, von dem her... Ich wünschte, sie wären alle so schön. Ist es ja nicht so schlimm. Doch, warte. Sie sind's. Und von dem her... wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, gibt es ab und zu Stellen, die halt italienisch sind. Keine Standpauke. Da würde ich mal behaupten, wohin? Lassen wir uns dieser Kirche. Improvisieren von unserer Fantasie, was das bedeuten könnte, was dort auf Italienisch steht. Außer einer ist so gut und kann mir das dann beschreiben. Uno, due, tre. Ja, ja. Auf geht's. Ich kenne natürlich eine Abkürzung. Der Kleine muss noch so viel lernen. Na, aber. Ja, ja, das Rennen gewinnen. Schaffen wir. Ich schäme mich fast ein bisschen. Oh, Versagen ist keine Schande, Bruder. Sag ich ja. Ich bin sogar vor ihm da. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Nach ganz oben. Und das ist jetzt wieder ein weiterer Punkt von Assassin's Creed, der in allen Teilen natürlich durchgezogen wird oder durchgezogen ist wie ein roter Faden. Das sind die Aussichtspunkte. Und die zeige ich euch dann gleich nochmal auf der Karte, wie die entsprechend aussehen. Das Beste möge es sich nie ändern und möge es so. Uns nie ändern. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 2. Ja, das war jetzt dann das Einführungstutorial für Assassin's Creed 2. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Nein. Zeit. Nachher. Ja, nachher. So, dann die Aufgabe Nachttrunk. Der schöne Christina. Also der schönen Christina Vespucci einen Überraschungsbesuch abstatten. Natürlich, hübschen Frauen macht man doch immer. So. Und hier kurz mal zu dem Thema, kurz schauen. Nee. Ah, genau. Aussichtspunkte sind mit einem Adler gezeigt. Der Adler ist ein Hinweis, dass ein Aussichtspunkt in der Nähe ist, oder dort, wo der Adler fliegt, ist ein Aussichtspunkt. Dann stellt man sich einfach hier auf diesen Absprungspunkt, drückt die Umsehen-Taste oder die Kopftaste und dann wird eine schöne Kamerafahrt gemacht und durch dieses Synchronisieren wird auch die Karte aktualisiert und sichtbar gemacht, weil auch von oben natürlich einen besseren Übersicht über die ganze Stadt. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Ja, und da sind natürlich wieder die Bösen. Und wie man schon sieht, kann man sich in diesen Heuhaufen verstecken. In Assassin's Creed waren es nur auf dem Dach befindliche Häuser oder wie sagt man dazu? Eine Art diese Wachpunkte, nennen wir das jetzt einfach mal so. Und in diesen konnte man sich als einziges verstecken. Und diesen Sprung, wo wir durchgeführt haben, wo wir dann die Karte aktualisiert haben, ja, da gibt es eine Schatzkarte, eine Schatzkiste, dazu komme ich später, nennt sich Todessprung. Und einen Todessprung kann man eigentlich von jedem Hausdach ausführen, wenn, wie jetzt zum Beispiel hier, Tauben
auf einem bestimmten Teil von einem Fan oder von einem Dach stehen, kann man über die Right Trigger, würde ich jetzt mal behaupten, also R3 auf R2 auf PlayStation, die Sprungoption auswählen und dann macht man einen